Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viele von euch haben mir die Frage gestellt, und zwar: Marc, ich möchte gerne die Wagner Produkte zu meinem nächsten Ölwechsel benutzen, aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge, ich weiß nicht, wie viel, wie macht man das genau? Und ihr seid da so ein bisschen unsicher, wie ihr das Ganze macht, und da möchte ich euch gerne weiterhelfen und habe einmal was für euch vorbereitet. In diesem Video erkläre ich euch nämlich jetzt, wie ihr den perfekten Ölwechsel mit den Wagner Produkten macht, das heißt, wie immer die Reihenfolge ist. Ich werde zu den Produkten immer ein bisschen kurz was erzählen und dann euch einmal, sag ich mal, durch den perfekten Ölwechsel durchguiden. Dann natürlich auch, ich werde noch speziell zu jedem einzelnen Produkt ein Video machen, das heißt zum Motorcleaner, zum Oilstop, zum Wagner Mikrokeramik. Das und einmal, wie gesagt, dieses Video als Gesamtübersicht, wie das Ganze abzulaufen hat, wenn ihr das Ganze dann machen wollt. Als Hilfe dafür habe ich euch ein geiles Dokument ausgedruckt, und zwar das hier. Das könnt ihr auf meiner Homepage runterladen unter www.markmonetti.com. Könnt ihr das Ganze runterladen. Das ist ein interaktives Dokument. Das heißt, ihr könnt auf dem Dokument die Links anklicken, die Bilder anklicken und kommt direkt zu den Produkten. Ihr könnt aber genauso auch die Füllmengen von eurem Auto abrufen. Da kommt ihr auch zu so einem weiteren Guide hin, wo ihr für euer Auto die Füllmengen heraussuchen könnt, um dann im späteren auch mit Hilfe dieses Dokuments dann die genaue Füllmengen für die Wagner Produkte zu berechnen. Das einmal so vorab. Also zieht euch das rein, das Dokument. Das ist für euch auch als Hilfe natürlich. Ich mache nochmal ein eigenes Video, wo ich das Dokument ein bisschen erkläre, aber das könnt ihr alles Prinzip selber ausrechnen, aufschreiben, eurem Mechaniker mit in die Hand geben und der könnte das theoretisch alleine machen nach euren Vorgaben. Eigentlich ein sehr geiles Dokument. So, nun kommen wir zum perfekten Ölwechsel. In dieser Kategorie haben wir hier drei Favoriten, und zwar einmal den Motorcleaner, das Wagner Mikrokeramik und den Oilstop. Und wie ihr das Ganze benutzt und in welcher Reihenfolge, erkläre ich euch jetzt. Und zwar startet ihr immer mit dem Motorcleaner. Der Motorcleaner kommt immer ins heiße, alte Öl rein. Nachdem ihr das Ganze eingefüllt habt, müsst ihr dann 20 Minuten warten. Da könnt ihr aber auch mit dem Produkt könnt ihr fahren oder halt im Stand laufen lassen. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass es ins heiße, alte Motoröl kommt. Sind die 20 Minuten erreicht, macht euch nicht ins Hemd, wenn es mal länger dauert. Das heißt, das Produkt wirkt weiter, aber verliert die Wirkung nach einer Stunde ungefähr. Das Produkt von Wagner ist aber so, dass es nicht die Dichtung angreift. Das heißt, es ist ein dichtungsschonendes Produkt, was trotzdem die Möglichkeit hat, den Sputz im Motor zu lösen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch einmal hier im Vergleich oder einmal, wie es bei mir aussieht, dass ihr einmal so ein kleines Bild kriegt, was das Produkt auch leisten kann. Schaut euch, wenn ihr mehr Infos haben wollt, ein anderes Video an. Und zwar verlinke ich das mal hier. Ich weiß immer nicht, welche Seite. Verlinke ich euch das mal. Da gibt es noch mehr Details zu dem Motorcleaner. Es sind zwei Videos dazu. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht mit dem Motorcleaner? Das heißt, ihr habt den eingefüllt, ihr habt das Auto 20 Minuten laufen lassen oder seid damit gefahren. Es ist nicht schlimm, wenn es auch 30 oder 35 Minuten sind. Wichtig ist nur, dass es abgelassen wird. So, nachdem ihr das abgelassen habt, seid ihr eigentlich erstmal damit fertig. Das heißt, der Motorcleaner ist aus dem Motor raus. Das alte Öl ist aus dem Motor raus und ihr habt jetzt, sage ich mal, eine saubere Umgebung, um dann das neue Öl aufzufüllen. Dann das Mikrokeramik. Ihr füllt das Mikrokeramik natürlich zu dem frischen Öl hinzu. Theoretisch könnt ihr das Mikrokeramik in jedem Zeitpunkt eures Ölwechselintervalls einsetzen. Das heißt, ihr habt 3000 Kilometer gefahren, macht das rein. Ihr habt es 5000 Kilometer gefahren, macht das rein. Das ist kein Problem. Der Punkt ist nur, ihr verkürzt damit die Dauer, wie lange das Produkt in eurem Motor drin ist, in eurem Motoröl. Das heißt, wenn du jetzt ein 15.000er Intervall fährst, aber dann nach 10.000 Kilometer das einfüllst, dann hast du im Prinzip nur 5.000 Kilometer das Mikrokeramikenöl. Könnt ihr machen, funktioniert auch immer gleich gut. Nur, ihr habt halt weniger was davon und zahlt im Prinzip ein bisschen drauf, ne? Weil ihr zum nächsten Ölwechsel dann das wieder machen könntet oder machen so würdet. Und dann habt ihr natürlich dann ein bisschen Geld verschwendet, sage ich mal so. Es ist aber trotzdem zu jedem Zeitpunkt anwendbar. Deswegen mache ich es so, dass ich das direkt dem frischen Öl beigebe. Das macht das Ganze eigentlich einfacher, denn wenn ihr das frische Öl habt, könnt ihr natürlich die Menge, die ihr von dem Mikrokeramik auffüllen wollt, schon vorab reduzieren. Wenn ihr zum Beispiel im laufenden Intervall das macht und ihr wisst, ah, ich muss einen halben Liter draufkippen, ich weiß aber nicht, wann das erreicht ist, mein Motor verbraucht nicht so viel Öl und so weiter, dann besteht immer die Gefahr, dass ihr den Motor überfüllt. Das ist natürlich nicht so gut. Davon sollte man schleunigst absehen. Also, deswegen meine Empfehlung, macht es direkt zum Ölwechsel dazu oder wenn ihr gerade einen gemacht habt, besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, ein bisschen abzulassen oder zu warten, bis das Ölvolumen sich ein bisschen reduziert hat und dann könnt ihr das auffüllen.
Das ist einfach so ganz simpel. Einfache Anwendung, frisches Motoröl oder Motoröl im Intervall. Dann kippt ihr da einfach eure Menge drauf. Achtet natürlich darauf, dass ihr nicht überfüllt und dann ist auch alles gut. Wichtig ist aber auch zu wissen oder von Vorteil ist es auch, das Mikrokeramik ins warme Motoröl zu machen und dann noch ein bisschen das laufen zu lassen, dass ihr dem Mikrokeramik ein bisschen Zeit gibt, sich in dem Öl zu vermengen. Sonst dauert das im Nachgang wesentlich länger. Also das heißt, kalter Motor, ihr kippt das rein, geht auch, nur das Produkt braucht wesentlich länger, um, sag ich mal, im Motor und im Öl sich zu verteilen. Deswegen macht es rein im warmen Öl und lasst es dann noch 10 Minuten laufen, dann ist auch alles picobello. Nee, zum Mikrokeramik gibt es noch eine weitere Sache zu erzählen, und zwar, wenn ihr das Mikrokeramik einsetzt, ist es wichtig, das einmal sehr doll zu schütteln, oder am besten, mein Tipp ist immer, es vorher zu erwärmen und zu schütteln. Das heißt, so habt ihr eine bessere Vermengung des Produkts und könnt es dann einfüllen. Dann ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, wenn ihr jetzt mit dem Produkt zum Händler fahrt und das Ganze den Ölwechsel machen lassen, einige Leute weigern sich oder wissen damit nicht ganz umzugehen, könnt ihr es auch so machen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ihr könnt den Ölwechsel ein bisschen vorbereiten. Und zwar, wenn ihr euer Öl gekauft habt, könnt ihr das vorab abmischen. Berechnet ihr hier mit dem Zettel genau die Mengen und dann füllt ihr das alles in die Kanister ein und gebt einfach das Kanisterzeugs fertig den Mechaniker und dann sagt ihr, pass auf, mach Ölwechsel, benutzt einfach die Tube, wird ein bisschen weiß sein, wundert euch nicht, ich habe beim letzten Ölwechsel einen Anruf bekommen, dass der sich gewundert hat, was mit meinem Öl los ist, warum das so eine komische Farbe hat. Das aber so als Hinweis, also das heißt, ihr könnt das alles vorbereiten, alles fertig mischen, geben, er füllt es ein, picobello, dann müsst ihr nichts berechnen und ihr habt das alles schon vorab gemacht. Ein Video habe ich auch dazu, verlinke ich mal hier. Und ja, genauso der Oilstop ist natürlich auch so, dass ihr, wenn ihr den Oilstop benutzt, ihr den einfach einfüllt. Den könnt ihr jederzeit einfüllen, habe ich auch ganz viele Fragen bekommen. Und zwar, der Oilstop braucht ungefähr 2 Wochen, um seine komplette Leistung zu entfalten. Das heißt, wenn ihr einen Ölwechsel plant, selbst dann könnt ihr gegen Ende eures Intervalls den Oilstop noch einbinden. Das heißt, ihr wisst, in 2 Monaten mache ich Ölwechsel, könnt ihr das direkt benutzen, gar kein Problem. Und zum Ölwechsel, dann könnt ihr theoretisch auch Mikrokeramik Oilstop vorab auch abmischen, dass du dann die Produkte über den gesamten Zyklus im Motor hast. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich zusätzlich habe das noch so gemacht, dass ich die Produkte Mikrokeramik Oilstop in meine Nachfüllbüchse reingefüllt habe. Das heißt, ich habe immer das gleiche Verhältnis, was ich nachkippe, wenn mein Motor mal etwas Öl fehlt. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch etwas geholfen bei eurem Ölwechsel. Wie gesagt, schaut euch auch die anderen Videos an. Ich werde zu jedem Produkt ein einzelnes Anwendungsvideo machen und euch erklären, wie das Ganze zu benutzen ist. Ladet euch das Dokument runter, füllt es aus, gebt es eurem Mechaniker oder teilt das mit jemandem, der gerade einen Ölwechsel machen will und nicht ganz irgendwie weiß, wie das Ganze läuft. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und zwar, das Abonnieren ist das neue Liken. Abonniert bitte den Kanal. Und wenn ihr wollt, lasst auch noch einen Daumen da und teilt das Video mit jemandem. Und wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dann teilt auch das Video mit jemandem, den ihr nicht mögt. Also, das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace.